Erleichterung bei den Passagieren am Frankfurter Flughafen. Gerade noch rechtzeitig vor Ostern haben sich das Bodenpersonal der Lufthansa und der Konzern auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Und so sieht er aus. Die mehr als 20.000 Mitarbeiter am Boden bekommen laut Lufthansa durchschnittlich rund 12,5% mehr Geld in zwei Stufen. Außerdem werden 3.000 Euro Inflationsausgleichsprämie gezahlt. Die Laufzeit mindestens 24 Monate. Damit konnte die Gewerkschaft Verdi ihre Hauptforderungen durchsetzen. Vor allem Beschäftigte, die wenig verdienen, bekommen laut Verdi in Zukunft deutlich mehr Geld. Jetzt müssen nur noch die Mitglieder zustimmen. Wir gehen davon aus, dass das Ergebnis mit einer hohen Annahmequote bestätigt wird. Und dann gibt es in den nächsten 2 Jahren von uns keine Streiks am Lufthansa-Boden zum Vergütungstarifvertrag. Die Lufthansa hat wiederum erreicht, dass der neue Tarifvertrag mit 2 Jahren deutlich länger gilt als von Verdi gewünscht. Es ist auch für uns wirtschaftlich eine Herausforderung. Ja, freuen uns über die vereinbarten Gehaltserhöhungen, aber wir müssen auch damit umgehen. Wir haben erhebliche Investitionen vor uns in treibstoffärmere Flugzeuge, in neue Sitze, digitale Produkte. Auf die Lufthansa werden wohl noch mehr Herausforderungen zukommen. Denn mit der Einigung beim Bodenpersonal sind die Tarifkonflikte im Konzern noch nicht vorbei. Erst vor rund 2 Wochen hatte zum Beispiel das Kabinenpersonal die Arbeit niedergelegt. Trotzdem gibt es für die streikgeplagten Passagiere jetzt Grund zur Hoffnung. Dieser Durchbruch, der könnte jetzt auch ein positives Signal auf andere Gewerkschaften haben. Denn die Lufthansa hat im Moment mehrere Baustellen. Da gibt es zum Beispiel auch noch einen nicht gelösten Tarifkonflikt mit den Flugbegleitern. Und es droht weiterhin auch Ärger vom Ferienflieger Discover Airlines. Also da könnte ich mir vorstellen, dass es dort jetzt rascher auch zu Ergebnissen kommt. Unabhängig von der Lufthansa hatte zuletzt auch das Sicherheitspersonal an mehreren deutschen Flughäfen gestreikt. Auch dieser Konflikt ist noch offen, aber über die Feiertage soll es hier keine Arbeitskämpfe geben. Für Passagiere bedeutet das, der Osterurlaub kann wohl kommen.